Der Kanton Zürich weist im nationalen Vergleich 8% höhere Pflegeheimquoten auf. Das hat zwei Gründe. Rund ein Drittel der Pflegeheimbewohner im Kanton Zürich sind nur leicht oder gar nicht pflegebedürftig. Und die Spitex-Leistungen sind weniger ausgebaut als beispielsweise in der Westschweiz. Es scheint so zu sein, dass man in anderen Kantonen viel früher, viel stärker auf Spitex gesetzt hat und weniger Pflegeheim gebaut hat als im Kanton Zürich. Aber auch in anderen Kantonen in der Ostschweiz ist das noch viel stärker als im Kanton Zürich der Fall, dass es viel mehr Pflegeheimbett gibt. Pflegeheimbett hat der Kanton Zürich also momentan noch genug. Trotzdem soll man laut Hans-Jürg Lehmann nach Alternativen suchen. Ja, würden wir einfach weiterfahren wie bisher, also auch die leicht pflegebedürftigen Pflegeheime haben, dann bräuchte es im Kanton Zürich in den nächsten 20 Jahren 50% mehr Pflegebetten, weil der Anteil der älteren Bevölkerung um 50% wächst. Alternativen dazu sind, dass man mehr in die ambulante Versorgung investiert, dass man die Spitex noch verstärkt fördert, dass mehr Personen die Möglichkeit haben, auch ambulant daheim gepflegt zu werden. Andere Möglichkeiten von alternativer Versorgung sind das betreute Wohnen und dass sich vermehrt die Verwandten um die leicht pflegebedürftigen Menschen kümmern. Dafür muss laut Thomas Heiniger einerseits die Infrastruktur ausgebaut werden und es ist aber auch nötig, dass beispielsweise Angebote für pflegende Angehörige, für eine Bekannte, für ein Umfeld, für Nachbarn ersetzt und erweitert werden, dass die sich eben auch erholen können und sonst im Alltag dann eher in der Lage sind, die Pflege zu leisten und so einen Heimeintritt auch rauszögern oder eben vermeiden. Was die ambulante Pflegeversorgung betrifft, sieht Thomas Heiniger die Prognose für die Zukunft durchaus positiv. Für Gemeinden, die die Leistungen einkaufen und zur Verfügung stellen müssen, ist das Motivation und auch Herausforderung, aber auch ein Lösungsansatz, das noch für mehr zu fördern, anzubieten, einzukaufen und zur Verfügung zu stellen. Damit die ambulanten Massnahmen Fuß fassen können, braucht es jetzt aber das Handeln der Gemeinden. Bei denen liegt nämlich die Handlungsverantwortung.